Du steigst bald in eine Call of Cthulhu-Runde ein, die in den 20ern des letzten Jahrhunderts spielt und würdest gerne dein Wissen über diese Zeit auffrischen? In diesem Video gehe ich davon aus, dass du bereits weißt, was ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist und werde daher ohne lange Einführung direkt mit dem eigentlichen Thema beginnen. Der große Krieg, in dem fast die gesamte Welt involviert war, ist gerade vorbei. In der Zukunft wird er als der Erste Weltkrieg bekannt werden. Und das neue Jahrzehnt begrüßt uns mit der sogenannten Prohibition, ein generelles Konsumverbot für Alkohol, das in den USA von 1920 bis 1933 gelten soll. Das Radio beginnt seinen Siegesfeldzug in den privaten Haushalten. Zu Beginn des Jahrzehnts können es sich nur die Wohlbetuchteren leisten. Doch dies soll sich schnell ändern. 1925 haben bereits Millionen von US-Bürgern einen eigenen Empfänger. Es eint die Nation, indem nun alle gemeinsam den großen Sportereignissen folgen können und alle dieselbe Musik hören. Und diese ist in den 20ern vornehmlich der Jazz, welcher die angestaubten Operetten und die Salonmusik Ragtime der vorigen Jahrzehnte ablöst. Besonders in den afroamerikanischen Vierteln wird dieser neue Stil gepflegt und in neue Genres wie dem Blues entwickelt. So entstehen neue Tänze wie der Charleston und der Swing, welche als Ausdruck eines neuen Lebensgefühls von jungen Leuten im ganzen Land mit Begeisterung aufgenommen werden. Junge Frauen beginnen sich vom klassischen Frauenbild zu distanzieren und testen ihre Grenzen. Kurzhaarfrisuren wie der Bubikopf werden Mode. Kleider, die mehr Beine und Arme zeigen, werden nun getragen. Schnürsenkel werden als Zeichen der Freiheit nicht zugebunden, wodurch die Stiefellaschen beim Gehen ständig aufklatschen. Dies verleiht diesen Damen den Spitznamen Flapper. Die Zigarettenindustrie nutzt diese Entwicklung und verknüpft auf zahlreichen Plakaten deren Unabhängigkeitsbegehren mit ihrem Produkt. Werbung wird präsenter auf den Straßen, in denen Zeitungsjungen die neuesten Schlagzeilen ausrufen, die von Katastrophen, Sportereignissen und stets neuen Entwicklungen in der Wissenschaft verkünden. Die Haushalte beginnen sich mit Erfindungen zu füllen, welche in der Zukunft als Selbstverständlichkeit gelten werden. Der Staubsauger, die Waschmaschine, der Kühlschrank und vieles weitere wurde in den 20ern erfunden. All dies erlaubte den Menschen und damals vornehmlich den Frauen, ihre Zeit mit anderen Dingen als Hausarbeit zu verbringen. Ein Privileg, das bis dato nur Wohlhabenderen durch die Einstellung von Dienstmädchen und Butlern bestimmt war. Eine Entwicklung, welche konservative Kräfte im Land mit großer Sorge verfolgten, und so sollten antiprogressive und rassistische Bewegungen wie der Ku Klux Klan an enormen Zulauf gewinnen. An seiner Oberfläche propagiert er ein protestantisches weißes Amerika, doch in den einzelnen, über das Land verstreuten Zellen sind okkulte Praktiken Teil der Clankultur. Generell stieg seit dem 19. Jahrhundert die Zahl der Gruppen, die in der Mystik Halt vor einer wachsend aufgeklärten Welt suchte. Gruppen, die in den 1920ern bereits durch Einfluss auf Elite eigene Macht etablieren konnten. Währenddessen vertraute die breite Masse der Bevölkerung auf einen wachsenden Fortschrittsglauben. Alles wurde sichtbar schneller und besser. Ein genereller Optimismus feierte die aus der Asche des Krieges auferstandene Kultur mit unaufhaltsamer Lebensfreude. Selbst die Gesetze der Prohibition hielten ihr nicht stand, und so traf man sich zum Feiern in sogenannten Speakeasy, auf Deutsch Flüsterstuben. Meist in Kellern oder Hinterzimmern versteckte Bars, Tanzhallen und Nachtclubs. Die lokalen Polizisten wussten Bescheid, doch Korruption hielt das System am Laufen. Auch die Produktion der alkoholischen Getränke musste geheim bleiben und wurde daher von der immer mächtiger werdenden organisierten Kriminalität übernommen. Konkurrierende Banden ermordeten sich auf offener Straße. Chicago erlangte mit seinem Mafia-Boss Al Capone traurige Berühmtheit. Durch Radio und Zeitung verfolgten die Menschen im ganzen Land neben dieser Entwicklung auch das Leben berühmter Persönlichkeiten, wodurch die Anfänge dessen entstand, was wir heute als Popkultur kennen. Jeder wollte wissen, mit wem der Baseballspieler Babe Ruth zusammen ist, ob der Flugzeugpionier Charles Lindbergh den Flug über den Atlantik geschafft hat und was Charlie Chaplin und Einstein Neues hervorgebracht haben. Flugzeuge sind in den 20ern noch zu unsicher für große Strecken. Man reist im Zug oder auf dem Schiff. Nachrichten über Entdeckungen von Eingeborenen im Regenwald oder unermesslicher Schätze unter dem Wüstensand Ägyptens befeuern eine wachsende Faszination an exotischen und untergegangenen Kulturen.
Durch Henry Fords Erfindung der Fließbandfertigung und der Massenproduktion seines Automobils wurde für Normalverdiener aber gerade einmal das nähere Umland zugänglicher. Pferdekutschen wurden in den Städten immer seltener, denn ein neuer Ford Model T ist zu Beginn des Jahrzehnts für $500 und wenige Jahre später für nur noch $300 zu bekommen. Bei einem Standardmonatslohn von $100 für die Mittelschicht erschwinglich. Man musste zwar weniger häufig Pferdeäpfel von den Schuhen abkratzen, dafür war die Luft viel schlechter und durch das Fehlen von Ampeln und Verkehrsschildern stieg die Zahl der Verkehrsunfälle rapide. Auch Kommunikationssysteme wurden weiterentwickelt. Telegramme wurden zwar noch genutzt, doch in den Städten begann die Verlegung von Telefonleitungen. Telefone hatten zu Beginn keine Wähltasten. Man hob den Hörer ab und sprach zunächst mit einer Vermittlungsdame, der man erklärte, mit wem man reden will. Diese verband einen dann durch Umstecken von Kabeln mit dem Empfänger. Um den Warenkonsum anzukurbeln, stellte sich die Wirtschaft auf Kreditkäufe um. Die Börse wurde zu einem Ort, an dem sich viele im Glauben am ewigen Aufstieg beteiligten und ihre Ersparnisse investierten. Dies warf zu Beginn auch erstaunliche Gewinne ab, die man zur Schau trug. Eines der deutlichsten Statussymbole waren die Hüte. In unserer Zeit vermutet man schnell, dass ein Hut nur lichter werdendes Haar verbergen soll, doch in den 20ern waren sie ein Muss. Jeder trug sie. Bei den Männern sah man zwischen der Ballonmütze bei den einfachen Arbeitern und dem Zylinder bei den Konzernbesitzern auch Fedora und viele weitere. Die Damen trugen unter anderem den für jene Ära berühmt gewordenen Glockenhut. Was die Kleidungsmode betrifft, so fällt auf, dass bei den Herren der Anzug zum Alltag gehört. Die Hose wurde von Hosenträgern gehalten, bei Festlichkeiten kam der Smoking oder ein Frack zu tragen. Damen wählten zu besonderen Anlässen luftige kurze Kleider, meist mit Fransen und einem Boa-Schal darüber. An den Füßen Riemenschuhe, um besser tanzen zu können. Wer es sich leisten konnte, hatte Seidenstrümpfe an. Nylon sollte es erst 20 Jahre später geben. Die Fingernägel wurden mit den neu entwickelten farbigen Lacken bestrichen. Wer nicht in einem Speakeasy feierte, lud zu sich selbst ein und tanzte zum Radio oder zum Grammophon, womit wir beim vorletzten Abschnitt dieser Einführung in die Welt der 20er Jahre wären, der Wohnungseinrichtung. Wenn man sich nicht gerade dem Bauhausstil mit seinem hellen Minimalismus und den geometrischen Formen verschrieben hatte, so hatten die Möbel typischerweise dunkle, warme Töne. An den Wänden hingen Tapeten mit floralem Muster und vor den Fenstern schwere Samtvorhänge. Die Badewanne war freistehend und neben dem Kleiderschrank stand eine spanische Wand. Der für diese Ära bekannte Designstil heißt Art Deco, symmetrische, metallisch glänzende Muster. Und so endet das Jahrzehnt, welches 1920 so vielversprechend mit der Einführung des Frauenwahlrechts begonnen hat, 1929 mit dem Crash der Börse und der Great Depression. Ohne Renten- und Krankenversicherung vertrauten die Menschen ihre Habe Wall Street an und sahen sich nach dem berühmten Schwarzen Freitag schlagartig mittellos. Was ich euch als Cthulhu-Spieler zum Schluss noch mitgeben möchte, ist, wie damals Recherchearbeit betrieben wurde. Heute ist ja alles nur ein Klick entfernt, doch in den 20ern hatten Büchereien noch die Aufgabe, Informationen der breiten Masse zugänglich zu machen. Diese führten auch meist ein Zeitungsarchiv, in dem man sich über vergangene Ereignisse schlau machen konnte. Ansonsten ist die Investigativarbeit damals wie heute gleich geblieben. Zeugen abklappern, observieren, schmieren. Ihr wisst Bescheid. Das war's und viel Spaß beim Rollenspielen.